Und damit, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu Super Mario Odyssey Ultra Modded. Ultra Modded heißt, wir haben ganz viele krasse Mods, ganz viele lustige Mods und ich habe keine Ahnung, was das eigentlich sein soll, Mods dabei, mit denen wir das Spiel einfach ein bisschen aufpeppen sollen. Zum Beispiel haben wir hier in der ersten Welt einfach alles aus Eis. Wir sollten jetzt erstmal Cappy jagen gehen, was halt so der Standardmodus ist. Wir schauen uns das Ganze hier an. Ich habe mir, ich glaube, insgesamt so 50, 60 Mods für das gesamte Projekt rausgesucht. Skins, Retextures, Custom Maps, ultra krasse Fähigkeiten und sonst so Stuff. Wir können einfach zu einem späteren Zeitpunkt Avatar-Fähigkeiten benutzen. Und jetzt erstmal muss ich euch was ganz Krasses zeigen. Es gibt nämlich blaue Blünzen. Darum habe ich mich höchstpersönlich gekümmert, mir das rauszusuchen. Alle Mods und Creator sind wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr das alles selber auschecken sollten wollt. Deutsch? Boah, ey, wir schauen uns das jetzt erstmal an und es sieht todeskrass aus. Oh, hier unten hängen wunderbare Bilder. Keine Ahnung, von welcher Mod die kommen. Wie strong ist das denn bitte? Okay, ich bin natürlich, ich nenne es jetzt einfach mal beim Namen, nicht der schlechteste Mario Odyssey Player. Deswegen glaube ich, dass wir ganz gut durchkommen werden und boah, hier ist überall Eis. Ey, das sieht schon strong aus. Hier ist gar kein Schalter. Müssen wir den suchen? Ist der woanders? Müssen wir hier vielleicht mit einem... Wir konnten Jump rüber oder so? Da rechts ist was. Okay, lass uns doch da mal hinstemmen und gucken, was da gibt. Okay, wir sind hier unten schon mal. Jetzt muss ich... Ich glaube, da hoch ist einfacher. Wir probieren es hier hoch. Schaffen wir, schaffen wir. Okay, okay, wir sind oben. Oh mein Gott. Mit wie fangen denn bitte hier diese ganzen Mods an? Alles klar, ich dachte, ja, so ein bisschen Herausforderung halt. Nein, wir hätten es aber geschafft. Wir hätten es aber geschafft, hätte ich mich nicht so lost angestellt. In der Hoffnung, diesmal klappt es. Ja, let's go. Das ist zugefroren. Wie soll man hier reinkommen? Oh, da fallen Dinge runter. Was kann ich damit jetzt machen? Was? Wirf mich mal gegen die Tür, Cappy. Ich hau dich gleich. No way. Ich dachte, ja, so ein bisschen schwerer wird's schon sein. Wir müssen uns jetzt hier hocharbeiten. Guys, falls ihr hiervon nichts mehr verpassen wollt, oh mein Gott, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo, dann werdet ihr nämlich immer direkt benachrichtigt, sobald es eine neue Folge gibt. Und dann könnt ihr mich hier weiterhin leiden sehen. Okay, Guys. Ah, die Kamera. Man muss sich hier legit an den Eiszapfen links hocharbeiten. Das macht super viel Spaß und ist auch gar nicht anstrengend und hat jetzt nicht 20 Minuten gedauert. Wir reden da gar nicht drüber. Checkpoint. Oh, da ist sogar ein Stern drauf. Wie cool. Ey, ich liebe es so sehr, hier zu sein. Ich habe so Bock hier drauf, wirklich. Es wird geisteskrank, Guys. Es wird geisteskrank. Und dann auf zum ersten Boss. Und ihr seht schon, wir kämpfen nicht gegen Topper. Wir kämpfen gegen den einzig wahren Bowser Jr. Ist das nicht krass? Rein da. Der sieht so cool aus. Der sieht so cool aus. Eins, zwei, zack. Wir können doch trotzdem noch draufspringen, oder? Nein. Ey, ich bin nicht im Speedrunning-Game drin, okay, Guys? Bitte. Ah! Raus jetzt. Komm. Eins, zwei, drei. Und drauf. Let's go, damit wäre er besiegt. Und wir kommen straight up ins nächste Kingdom, wo sich wieder so das ein oder andere verändern wird. Und ihr merkt schon, es hat sich im Kaskadenland einiges verändert. Denn herzlich willkommen in der Minecraft nachgebauten Version des Kaskadenland. Und es sieht richtig so, oh mein Gott, sieht das krass aus. Okay, ich hab das gar... Ich dachte, ja, das wird halt ein bisschen cool aussehen, aber das sieht ja real, real aus. So. Let's go. Oh mein Gott, sieht das real aus. Oh, da unten sind lila Coins.
Die nehmen wir mit. Brauchen wir nicht, aber... Oh, die Blöcke sind auch wirklich Blöcke. Es ist wirklich blockartig zusammengesetzt. Können wir das Schild lesen? Schade. Ja, natürlich sind die Blöcke blockartig. Das macht ja auch Sinn. Und der Chain Chomp ist golden. Aber das ist wieder meine andere Mod. Kommen wir... Schaffen wir... So vielleicht. Let's go. Ey, das ist so krass, guys. Das sieht so cursed aus. Sind das mehrere Monde? Weird. Auf jeden Fall weird. Mal gucken, was uns noch so weiteres im Skate Kingdom hier erwartet. Oh mein Gott. Guys, also dafür auf jeden Fall jetzt ein Like da lassen. Das sieht ja so gestört gut aus. Oh mein Gott. Ne, wir haben nur einen Mond bekommen, okay. Weil das einfach weird aussah. Kann man eigentlich den Mond hier unten schon erreichen? Der sieht aus, als ist er noch zu. Ja, leider, okay. Aber man kann ja mit diesem Glitch, mit dem man sich irgendwie durch den Boden hackt, dahin kommen. Aber ich habe, also ich habe Ahnung, wie der geht, aber let's face it, ich habe nicht die Zeit dazu. Und vor allen Dingen ist die Brücke schon unten. Das sieht so insane aus. Lass uns mal ein bisschen weiter hier lang steppen. Warte, kann ich? Doch, ich kann hier drüber laufen. Also, kann ich hier? Läuft der automatisch hoch. Ja. Hätte ja auch sein können, dass es ein bisschen jetzt wegen Block und so, dass es nicht mehr geht. Der T-Rex ist aber auch noch. Kann der T-Rex überhaupt hier laufen? Weil die Blöcke ja richtig weird sind. Ey, die Golden Chain Jumps sehen so insane aus. Da ist er, der Dino. Let's go. Für den gibt es, so viel ich weiß, keine Skins. Sonst hätte ich safe einen mit reingenommen. Wie cool. Wir könnten jetzt natürlich den Skip machen. Aber lassen wir mal lieber angreifen. Jawohl, da haben wir einen Mond. Und hier. Also obviously, guys, wird das hier kein 100% Run. To be honest, wir spielen aber trotzdem jedes Level nach Möglichkeit. Heißt, Dark Side und Darker Side werden beide gespielt werden. So, wir haben da hinten einen Mond freigeschalten. Den würde ich ganz kurz noch gadden wollen. Aber wisst ihr, was es auch noch für eine Mod gibt, die ich gesehen habe? Dass man nicht mehr bonken kann. Also, dass das hier nicht mehr passiert, sondern dass man direkt weiterlaufen kann. Das stelle ich mir echt sick vor. So, lass uns mal durch die 2D-Passage nach oben gehen. Let's go. Oh, hier haben wir auch Minecraft-Bricks tatsächlich. Und die Goombas sind ein bisschen cursed. Aber solange die mir nichts tun, stört mich das nicht. Kommen wir hier rüber? Ah, ja, let's go. Denn hier hinter befindet sich ja auch im Mond. Stimmt, wenn man schüttelt, kann man... Wusstet ihr das? Mario Odyssey Effects hier in Ultra Modded, wenn ihr schüttelt, könnt ihr auch springen. Das ist lustig, I guess. Das ist cursed, dass der sich nicht bewegt. So, da wären wir auch schon oben. Hier gibt es das Königsherz. Oh, da müssen wir ein bisschen drumherum. Warum nicht mitnehmen, wenn man es schon haben kann? Ich will auf den Triceratops drauf. Da muss der für Screenshot für die Folge muss hier gemacht werden. Das sieht so insane aus. Oh mein Gott, guys. Ey, und ihr glaubt nicht, was für Mods uns noch in den nächsten Folgen erwarten werdet. Ey, es ist unfassbar. Ich habe so viel krassen Stuff gefunden. Ihr wollt das nicht verpassen. Ich will das nicht verpassen. Ich hoffe natürlich, dass alles funktioniert. Ich kann es natürlich nicht zu 100% versichern, dass alles funktioniert. Aber das, was ich mir rausgesucht habe an Mods, ist so gestört. Ist so gestört. Ah, das ist stupid. Weil es hier bergauf geht. Weg, weg, weg. So. Ich spann doch. Nein. Warte. Ah. Jetzt in die Richtung. Boom. In das Gesicht. Wunderbar. Ach, guys, was ist das denn? Und Shazam. So muss das. Okay, natürlich, der Boden hat mir jetzt natürlich einige Schwierigkeiten bereitet, weil der Chainshop nicht hochgekommen ist. Aber war das jetzt so schlimm? Ich denke nicht. Dafür bekommen wir den nächsten Multi- oder unseren ersten Multimond, guys. By the way, falls ihr das normale Let's Play nicht gesehen habt, das 2 oder 3 Jahre alt ist, wo ich mega cringe war und so, ich verlinke euch das irgendwann mal oben auf dem i. Schaut euch das bitte nicht an, es ist maximal cringe. Aber ich verlinke es einfach mal trotzdem. Falls ihr einfach das normale Game nicht seht. Das einfach, weiß ich nicht. Wobei, ich empfehle euch, das zuerst zu gucken, weil das ist viel, viel geiler. Das wird richtig krass, das wird richtig krass. Ich bin mega gehypt. Vor allen Dingen auf die nächste Folge, weil wir jetzt schon wieder am Ende für heute sind. Guys, wenn euch das Ganze heute gefallen hat, Like da lassen und abonnieren, um nichts mehr hiervon zu verpassen.
Nächstes Mal im Sand Kingdom wird es geisteskrank. Rayman wartet auf uns. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.